Die Sieger der Merkur-Sportlerwahl 2014 stehen fest. Seit dem 27. Dezember konnten die Leser des Münchner Merkur für ihren Lieblingssportler oder ihre Lieblingssportlerin abstimmen. Bettina Bäumlisberger, Chefredakteurin des Münchner Merkur, verkündete die Gewinner. Bei den Damen war es Nathalie Geisenberger, die große Rodlerin, und bei den Herren Manuel Neuer, Torhüter des FC Bayern, was mich ganz besonders freut. Knapp dahinter, es war wirklich sehr knapp bei den Männern, Felix Neureuther auf dem zweiten Rang. Dritter Platz hat Thomas Müller eingenommen. Bei den Damen, um das noch zu ergänzen, ist auf dem zweiten Platz Maria Höfel-Riesch gelandet, auf dem dritten Platz Anna Schaffelhuber. Seit fast 7 Jahrzehnten küren die Leser des Münchner Merkur die herausragenden Athleten Oberbayerns. Einerseits ist es natürlich eine tolle Geschichte für unsere Leserinnen und Leser, weil sie ihren Sportler, ihre Sportlerin des Jahres wählen können. Es ist aber auch toll für die Sportler. Also Sie sehen, sie sind sehr verhaftet mit dem Publikum, mit Oberbayern, mit unseren Lesern. Für den Merkur ist es natürlich wichtig, weil wir die Leserblattbindung stärken mit solchen Aktionen. Knapp 30.000 Teilnehmer aus der gesamten Bundesrepublik haben dieses Jahr mit abgestimmt. Unter allen Lesern, die ihre Stimme abgegeben haben, hat die kleine Julia im Audi-Zentrum München aus einem Berg von Zetteln einen Namen gezogen. Herr Löhle aus Kirchdorf darf sich nun über seinen neuen Audi A1 im Wert von 20.000 Euro freuen.